der Zeit, dass ihm sein, was weiß ich, Management, Rechtsanwalt, sonst irgendeiner gesagt hat, Alter, da musst du aber was machen. Jetzt, ich könnte natürlich auch annehmen, wenn ich ein sehr positiver Mensch wäre, könnte ich ja davon ausgehen, dass er aufgewacht ist und hat gesagt, Alter, was habe ich da gemacht? Ich liebe doch die Welt so sehr. Doch was habe ich getan? Ja. Da habe ich mich jetzt selber. Egal, okay, hier ist das Video. bevor ich jetzt noch weiter stammel. Ich melde mich mal hier über diesen Weg zu Wort, weil ich möchte eine ganz bestimmte Sache klarstellen. Was das wohl sein kann? Und um was es geht, sollte mittlerweile jeder Bescheid wissen. Und vor allem ich weiß, dass mein Benehmen an diesem Tag von A bis Z komplett beschissen war. Ja. Und es tut mir leid, dass ihr mich so erleben musstet. Ich hatte einen emotionalen Ausbruch, den ich nicht kontrollieren konnte. Ein emotionaler Ausbruch heißt das heutzutage also. Ich war einfach nur besoffen und angepisst, würde ich sagen. Das ist kein emotionaler Ausbruch. Und das Wort Geringverdiener ist seit gut einem Jahr ein Meme. Das macht die Sache nicht besser. Schlimm genug, dass es so ein Meme gibt. Da kann man ja heutzutage dann alles auch mit entschuldigen. Ja, ist doch ein Meme. Mensch. Ach ja, dann. Und auf diesen Zug bin ich auch aufgesprungen. Wir machen alle unsere Witze drüber. Aber ich, Ron Bielecki, respektiere jede Person auf diesem Planeten und jede Familie, die ihre Familie ernährt und die hart arbeiten geht. Ich weiß gar nicht, ob er sich überhaupt über diese Familien großartig Gedanken macht, die bei der Generation, gerade so diese Generation, würde ich sagen, na, nicht wirklich. Aber gut, kann ja sein, dass in paar hin und wieder mal, dass man da so am Klo sitzt und sagt, Alter, geht's mir gut, ey, hab ich Schwein gehabt. Das glaube ich dann schon eher. Diese ganze Sache mit Geringverdiener jetzt auf ein Meme abzuwälzen, in der Situation, die da vorgefallen ist, nö, das glaube ich nicht. Das war kein Meme, das hat er so gemeint. Er wollte ihn da beleidigen. Ganz einfach. Hat ja dann auch noch gesagt, was machst du 500 oder ich piss 500. Das, was du verdienst, das piss ich aus. Also es ging da rein darum, den anderen zu demütigen. Ja, also von daher die Meme-Sache. Weil ich habe dank euch das Privileg, dass meine Familie nicht mehr arbeiten muss. Ja, der Text wurde geschrieben. Da bin ich mir relativ sicher. Ich meine, gut, dass er es macht. Ja, gar keine Frage. Denn seine Inhalte, sich da online einfach nur vorzuführen, wie er sich besäuft, könnte man ja Alkoholklicker nennen. Ne? Alkohol für Klicks. Alkoholklicker. TM. So. Und meine Mutter, meine Familie musste damals sehr hart arbeiten, um mich und meine Schwester ernähren zu können. Mhm. Und ich respektiere euch daher genauso, wie ich meine eigene Familie respektiere. Und ich finde es unfair, dass ich gerade öffentlich so dargestellt werde, als wäre es anders gewesen. Nee. Ja, Entschuldigung ist gut, Opferrolle steht hier im Augenblick nicht, Junge. Sorry, also das funktioniert nicht. Ich habe beleidigt, dazu stehe ich, und ich habe das Wort Geringverdiener in diesem Moment irgendwie aus Frust und Zorn probiert, gegen diese Person zu verwenden, um der Person irgendwie zu schaden oder sie persönlich zu treffen, was im Nachhinein komplett dumm war, und da bin ich mir bewusst drüber, und das weiß ich mittlerweile auch, weil ich mir sehr viele Gedanken dazu gemacht habe. Ich kann mich nur noch einmal entschuldigen an alle Leute, die ich damit schockiert habe, und auch meine Freunde und auch meine Familie. An diesem Tag konnte ich meine Emotionen nicht in den Griff bekommen. Und es dieses Emotion, das ist dieses Runtergerede, was ich nicht mag. Also
ich habe auch schon viele Sachen gesagt. Ne? Dann sage ich aber auch, Alter, war das scheiße. Ja, Entschuldigung, ja, so geht das. Nicht, aber ich war aber in einer emotional sehr angespannten Lage und habe deswegen. Quatsch, kein Scheiß. Du wolltest einfach, du warst sauer, du warst blau und wolltest einfach nur Action machen und dich über einen anderen stellen. Fertig. Das passiert. Ist auch in Ordnung, aber ich mache da keine, baue mich da nicht selber dann als Opfer ein. Das haben leider so gut wie alle zu spüren bekommen. Ja. In Zukunft kann ich euch nur eine Sache sagen. Jeden Tag, an dem ich aufstehe, bin ich dankbar dafür, dass alles so läuft, wie es läuft. Glaube ich nicht. Wenn ich mir sein Leben so angucke, sind die meisten Morgen da eher so, um Gottes Willen, ich sauf nie wieder Alkohol. Das ist der erste Gedanke. Ist ja auch in Ordnung. Und ich gehe weiterhin der Funktion nach, wofür ich denke, dass ich dafür bestimmt bin, nämlich Leute zum Lachen zu bringen und Gutes zurückzugeben. Dann wird es aber Zeit, dass du damit anfängst. Also ich habe da noch nichts Gutes oder so gesehen, was in irgendeiner Art und Weise wirklich einem was zurückgibt. Und das werde ich weiterhin machen und ich werde mich auch weiterhin davon nicht abbringen lassen und nicht aufhalten lassen. Hiermit müsste alles gesagt sein. Euer Ron Bielecki, ach ja, und ich finde es auch übrigens sehr nett, dass sich sehr viele Leute um mich sorgen und um meine Gesundheit. Und ich kann euch nur sagen, ich habe auch ein normales Leben. Und ich pisse keine 1500 Euro, sondern ich pisse Urin. Und ja, gut, leider, wenn man in die richtigen Läden geht, kann man auch mal schnell für zwei Flaschen Champagner 1500 Euro ausgeben und die dann dreiviertel Stunde später in den Ausguss pissen. Also Ausguss, das glaube ich ihm schon. Er macht ja leider Gottes mit solchen Inhalten genug Kohle und irgendwelchen komischen, was weiß ich, Fitnessgetränken oder irgendeinen Schrott, den keiner braucht. Egal, ich gönne es, ich gönne ja, es ist ja nicht so, dass ich den Leuten die Kohle nicht gönne. Ich zweifle eher das System an, das Geld für Dinge bezahlt, die eigentlich es nicht würdig sind. Ist das ein richtiger Satz? Ich muss fast selbst lachen. Ja, genau. Da ist wahrscheinlich wieder so ein Geringverdiener hinter der Kamera, der ihn zum Lachen bringt. Ich habe echt ein normales Leben und ich habe auch eine körperliche Fitness und das wissen viele Leute um mich herum. Und ich war das letzte Mal sogar einige Male mit meinem Kumpel Dennis pumpen, weil ich ja mal Fitness-YouTuber war und dieses Hobby auch irgendwie nie komplett verlieren werde. Leute, bleibt gesund. Das Leben geht weiter, auch für mich. Und habt einen wundervollen Tag. What? If you can dream it. Ja, genau. Das passt ja. Naja, wie gesagt, ich nehme ihn das nicht ab. Natürlich wurde ihm das angeraten, dieses Statement loszuwerden. Aber seine Grundeinstellung, da ist er einfach genau der Typ für. So viel Menschenkenntnis habe ich dann schon. Es sei denn, ich treffe ihn irgendwann mal und wir setzen uns zusammen und er ist ein richtig netter Kerl und sagt, boah, ich wünschte, ich könnte mir irgendwas anderes machen. Ich könnte irgendwie Videos über Hagebutten machen und damit die Kohle verdienen. Aber das Saufen kommt nochmal gut an. Gut, weißt du, dann könnte ich es wenigstens noch verstehen. Also für mich ist das einfach nur, ja, das ist wie eine andere Art von Verkehrsunfall. Na? Da ist der Winkler, da ist der Bielecki, das ist für mich fast dasselbe. ich gehe mir jetzt einen Kakao rein, Tornado. Tschüss.